Wir werden es ihm noch mehr danken, wenn er den PBFG nicht so ändert, wie der Uber will, sondern für uns ändert. Dann sind wir stolz auch auf Sie. Also, ich fahre seit 22 Jahren Taxi. Ich habe 3 Kinder und diese Kinder habe ich von diesem Beruf ernährt. Und ich habe auch vor, ich habe 2,5-jährigen Sohn und den werde ich auch von diesem Job ernähren, wenn sie den gesetzlich ändern. Letztes Mal kommt meine Tochter, da sehe ich Uberfahrer und die erkennt schon auch die Uberfahrer. Und sie sagt zu mir, Papa, wieso machen die denn deinen Job? Ich sage, ja, die machen nicht meinen Job, ich mache ja das Job illegal. Die machen illegal. Und jetzt kommt eine Herr Minister, der möchte die Gesetze ändern. Für eine kapitalistische Unternehmer Uber. Nicht für diese Personen. Also sie sollten für ihre Wähler, zugunsten für ihre Wähler ändern, das Gesetz. Nicht für Uber, nicht für das Geld, sondern für die Menschlichkeit. Das ist es. Leute, ich liebe euch. Danke, dass ihr da wart. Ich bin stolz auf euch. Taxi Gruppe Berlin! Yeah!